So, willkommen zurück in der Gerudo Trainingsarena. Zum letzten Mal. Wir haben schon fast alle Schlüssel und keine Gleitstiefel an. Na, warte, wir können uns da auch rüberziehen. Jawohl, easy. Und das heißt, wir kriegen bald die Eispfeile. Na gut, auf dem Weg dahin gibt es noch eine Menge anderer Truhen, die wieder Zeit rauben, aber ich nehme sie trotzdem mit. Ja, ihr könnt richtig viel. Ah ja, hier ist auch so ein toller Kumpel. Ja, machen wir erstmal den platt. Vielleicht läuft der andere Typ ja auch in die Bombe rein, weil er so beschränkt ist. Na komm her, Junge. Nee, schade. Das hinterlässt ihm nichts. So, du bist aber hin. Was gibt's hier? Gab's hier auch einen Schlüssel gleich? Jawohl. Gut, dann brauchen wir nur noch den aus dem Labyrinth. So. Aber die beiden Herzen hier nehme ich noch mit. Und verliere dann auf dem Weg nochmal ein paar. Stecken wir mal das Schwert weg, dann kommen wir da auch besser durch. Oder wenn wir uns einfach besser anstellen. So. Und rinn in die Tür. Genau, wir sind wieder am Anfang. Wir sind einmal durch, haben alle Schlüssel, die wir kriegen können. Habe ich jetzt die Mitte verpasst? Ne, hier ist die Mitte. Wollt grad sagen. Na wohl, können wir uns mal heilen, wenn wir schon mal hier sind. Wir haben es ja diesmal sogar ein bisschen nötig. Könnt auch mal die tolle dicke rote Fee sehen. Ja genau, ist einfach nur so ein Punkt ohne Flügel. Aber naja, das zählt als Fee. Ja, wie hier die Kacke am Dampfen ist. Ich setze die Trainingsarena unter Wasser. Und räume sie komplett leer, das sowieso. So, jetzt gehen wir einmal hier lang. Und dann müsste es gleich hier oben gewesen sein. Jawohl. Überraschung, hier ist der 9. Schlüssel versteckt. So, ja, der ist schon richtig schwer zu finden. Ich bin auch erst nicht auf die Idee gekommen, hier das Auge der Wahrheit einzusetzen. Der hat mir dann immer gefehlt. So, ja, wir müssen eigentlich nur durch. Wir haben auch noch über 7 Minuten, also... Auch wenn uns hier die ganzen kleinen Truhen aufhalten, sollten wir doch die Eispfeile hier kriegen und dann auch schon in den Geistertempel gehen. Geistertempel, ja gut, da kann ich mich mit dem Requiem der Geister direkt davor teleportieren. Dann brauche ich noch nicht mal schneiden. Ja, dann hört sich das doch alles gut an. So, nächste Truhe. Vielleicht kriegen wir ja Bomben. Die haben wir nicht voll. Oder Krabbelminen. Krabbelminen könnten wir richtig gut gebrauchen. 20 Rubine, juhu. So, gibt's hier eine Truhe? Natürlich gibt's hier eine Truhe. Komm, Bomben oder Krabbelminen. Alles, was Bumm macht. Pfeile. Ja, Bombenpfeile gibt's bei Twilight Princess. Die machen Bumm, aber hier noch nicht. So. Oh ja, da sind wir auch schon bei den Eispfeilen. Aber ich gehe natürlich auch schon den anderen Weg. Doch, nicht schon. Egal, wir haben die Eispfeile. Juhu. Triffst du, wird dein Ziel einfrieren. Diese magischen Pfeile bringen einfach mal gar nichts. Darf nur der verschießen, der das Kampftraining der Gerudo-Kriegerin bestanden hat. Ja, hätte ich sie nicht bestanden, dann hätte ich das Ding jetzt wohl kaum in Händen. Aber gut. War wahrscheinlich einfach noch so eine Zusatzinfo. So, hier können wir nicht lang. Nee, wir müssen wieder zurück. Hier geht's zurück, habe ich so das Gefühl. So, rollen wir uns mal für mehr Speed. Ja, man sieht hier gar nichts, weil man durch die Wände durchgucken kann. Verliert man immer richtig die Orientierung, weil man nicht weiß, wo man zurück kann. Aber das ist ja auch extra so gemacht. So, jetzt gibt's hier aber hoffentlich noch Bomben und Krabbelminen. Vor allem Krabbelminen. Ich meine, die brauchen wir eh nicht, aber da haben wir noch lange nicht voll. Gibt's hier nur noch die eine Truhe? Ah ne, hier um die Ecke, genau.
Hätte ich jetzt fast übersehen. Wie viele Krabbelminen haben wir denn? 29. Da gehen aber locker noch 11 rein. Das heißt, wir könnten jetzt mal 10 kriegen. Pfeile, ey. Warum kriegt man hier nur Pfeile? Warum nicht mal wenigstens Bomben? Eine einzige Bombe. Das wird ja wohl drin sein. Komm, Krabbelminen, die letzte Truhe. Jawohl! Geil, haben wir jetzt auch 39, 34, 5 waren da nur drin. Beschiss. Ja, hier kommen wir in den Feuerraum, kann das sein? Genau, wo wir den Schlüssel abgeholt haben, mithilfe der Zeitblöcke. Aber gut, die sind jetzt relativ unwichtig. So, dann können wir auch schon wieder raus. Hat ja fast nicht lang gedauert, die ganzen Truhen einzusammeln. Ja, volle Energie haben wir auch, dank der Fee und der Hymne des Sturms. So, ich möchte... Auge der Wahrheit. Brauchen wir das? Keine Ahnung, kann ja nicht schaden. Den Rest brauche ich auch nicht. Na, 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 na. Ja, ich kann wunderbar singen. Ah, wir haben die Krafthandschuhe. Die sind Silber und Silberskoll. Und ihr seid auch noch da, ihr seid aber scheiße. Zack. Einfach nur, weil ich es kann und weil ihr mir auf den Keks geht. Gut, ja, knapp 7 Minuten. Dann haben wir noch 3 Zeit. Vielleicht können wir ja da noch was reißen. Gut, kommt jetzt wieder so ein Hinweis. Nein, diesmal sogar nicht, wie freundlich. Na gut, steht doch bei den Kobras vorne drauf. Irgendwas mit Silber, keine Ahnung. Jedenfalls der Hinweis. Bums. Gut, was hier bitte hier? Einen rechten und einen linken Weg. Gut, sag nicht, wir brauchen Pfeile. Nein, wir brauchen keine Pfeile. Gut. Der einfache Endhaken reicht auch. So, sind jetzt beide offen. Ja, dann gehen wir doch erstmal links lang. Aha. Jo, danke für deinen Auftritt. So, eine große Truhe. Ist da gleich schon die Karte drin, oder was? Na, der Kompass, auch gut. Ja, kann das sein, dass der Geistertempel der einzige war, in dem man den Kompass vor der Karte gekriegt hat? Ich glaube ja. Naja, das ist eh der erste Raum und als junger Link finden wir das nicht, also... Kann ich die Karte eigentlich nicht verpasst haben. Oder man kriegt sie doch als junger Link. Oder man kriegt sie einfach mal hier. Okay, da kommen wir so nur schwer... Aua. Schwer dran, dann nehme ich mal lieber die Gleitstiefel. Wenn wir schon im Tattentempel. Im Hottentottentempel. Wenn wir schon im Schattentempel waren, dann können wir das auch ausnutzen. Oh, immer dieser Kameraswitch, was soll denn das? Finde ich jetzt nicht so lustig. So, diesmal habe ich mich aber drauf eingestellt. Ja, Rolling Stones. Geht mal vorbei. So. Was gibt's überhaupt hier hinter? Keine Ahnung. Ich spiele einfach mal die Hymne der Zeit. Und dann Überraschung. Oh, Skulltula, gut. War es, die war schon hin, oder war das der Felsen? Ja, ich bin aber da lang gegangen. Naja gut, anscheinend nicht so wirklich. 9,51. Na gut, wenn ich cutte, sind es ein bisschen weniger, aber... Das ist egal.
Dann sammeln wir den beim nächsten Mal ein mit Gleitstiefeln und gucken, was wir dafür kriegen. Bis dahin, haut rein!